Hallo, mein Name ist Matthias Billen. Wir sind hier in Kaschenbach in der Eifel auf unserem 8 Hektar Schlag Hybridgerste, den wir schon das ganze Jahr begleitet haben. Und wir sind jetzt mitten in der Ernte. Hier in unserem Bestand haben wir Ende September getrillt. Wir haben zwei Fungizidmaßnahmen dieses Jahr gemacht durch die Nässe im Frühjahr. Ansonsten hatten wir einen sehr gesunden Bestand. Von der Düngung her haben wir eine mineralische und eine organische Düngung gemacht mit einer Gesamtmenge von Stickstoff von 160 Kilogramm N. Da wir hier im roten Gebiet sind, dürfen wir 20% weniger düngen auf dieser Gerste. Und damit kommt die Hybridgerste sehr gut zurecht, weil die eine sehr gute Stickstoffeffizienz hat. Da wir weniger düngen dürfen, haben wir von Syngenta das Nutribion N eingesetzt, für noch ein bisschen mehr Stickstoffförderung zu kriegen und die gesamte Nährstoffnutzung der Pflanze zu fördern. Nach dem nassen Frühjahr hatten wir einige Trockenperioden und durch unseren tiefgründigen Boden, den wir hier auf diesem Schlag haben, hatten wir damit nicht so große Probleme, da die Hybridgerste auch ein sehr gutes Wurzelwachstum hat und damit sehr gut zurechtkommt dann. Der Ackerbau in Deutschland wird einfach immer schwerer durch politische Rahmenbedingungen, die wir vorgesetzt kriegen und halt auch durch die Wetterextremen, die wir haben im Moment. Durch den Zuchtfortschritt der Hybridgerste sind wir in der Lage, dies zu kompensieren und gleichbleibende Erträge einzufahren. Hier im Schlag haben wir gerade erst angefangen zu dreschen. Da kann ich den Ertrag noch nicht genau sagen, könnte ich nur schätzen. Aber auf den anderen Schlägen haben wir schon gedroschen und gewogen. Dann haben wir gute 9 Tonnen geerntet mit einem Hektolitergewicht von 67. Also ich persönlich freue mich immer das ganze Jahr auf die Ernte, da ich das ganze Jahr darauf hingearbeitet habe und auch zu sehen, ob ich alles richtig gemacht habe oder nicht. Und wenn es dann gute Jahre sind, umso mehr Spaß macht es.